Hey, willkommen, neue Baufolge hier zu meinem herbstlichen Lake Cottage. Ich bin Daniel von SimFansC, heute geht's weiter. Ja, und ihr habt fleißig kommentiert und abgestimmt. Ich habe euch letztes Mal gefragt, welches Wasser wollt ihr haben. Wir hatten das Blätterwasser, das dunkle Blätterwasser und natürlich das normale Wasser. Und ihr wolltet das dunkle Blätterwasser, hauptsächlich. Es gab auch so ein paar für das normale Wasser, das normale Blätterwasser. Das ist komplett durchgefallen, da gab es kaum welche, die das wollten. Vielen lieben Dank euch, sehr, sehr cool. Ihr habt noch mehr Ideen, und zwar ein Boot brauchen wir am Steg. Das finden wir, indem wir den Cheat eingeben, bb.show hidden objects oder show live edit objects ist das, glaube ich, drin. Live edit objects. Ich glaube, da gibt es sogar eins im Base Game, aber wir haben auch verschiedene. Wir können mal suchen hier, wir müssen erstmal suchen hier. Wir gehen mal direkt rein hier, ohne alles. Leertaste drücken, hat man ja diese tollen Objekte hier freigeschaltet. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir da das Boot finden. Also auf jeden Fall gibt es welche in Hunde und Katzen, aber ich glaube, da gibt es eher größere. Landhausleben könnte auch eines sein. Hier in Werwolf haben wir auch so einen Steg hier, guck mal an. Wir machen auch erstmal bb.moveobjects ein, bevor wir da wieder rausfliegen unten aus dem Kaufmodus und dann wieder neu scrollen müssen. Solange man es kann hier, ja. Oh, das ist auch schön, ja. Aber das andere ist schöner, ne? Das haben wir ja schon hier. Oh, da haben wir wieder einiges. Das ist auch gut. Der ist ja noch größer und ohne Pilze drauf. Können wir auch mal verwenden. Hier irgendwo so am Rand oder so. Dann wird es so richtig modrig. Was ist das hier? Grün. Oh, das ist auch. Boah, das ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal das an hier, das sieht man fast hier gar nicht, sieht voll gut aus. Kann man das irgendwo so an den Rand hin machen oder so, dass man da sagt, okay, wir haben das hier irgendwo. Das wäre nämlich, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt hier. Mal so als Sumpf oder als, ne? Wisst ihr, wie ich mein? Wisst ihr? Ja, das ist ja gar nicht mal so doof dann. Lass uns das mal probieren hier. Ich glaube, das ist ganz geil. Ich glaube, das ist echt ganz geil, aber ich glaube, das schwebt hier ein Stück, ne? Da müssen wir doch noch ein bisschen runter wieder. Ja, da muss man quasi dann ins Wasser rein, sonst schwebt es über dem Wasser. Aber das ist ja mal cool. Das probieren wir mal so hier. Das finde ich gut. Auf jeden Fall besonders. Hier gibt es ja noch mehr so Stege. Oh, das hätte man auch nehmen können hier. Oh je. Was da für Sachen gibt hier, ne? In diesen Untiefen. Echt nicht schlecht. Hier, oh, der ist auch schön im Herbst. Ja, ich entdecke wieder 100 Sachen. Ich weiß. Das Coole ist auch, die Debug-Sachen, so als kleiner Tipp, na, die sind nicht betroffen von der Herbstumwandlung. Zumindest nicht so arg wie die normalen Objekte im Kaufmodus. Deswegen kann man die auch ganz gut verwenden. Und ich suche immer noch nach einem Boot. Hier haben wir eine Boje. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn noch? Oh, das ist natürlich auch schön hier. So ein paar Holzstämme. Können wir auch mal hier platzieren irgendwie mal. Dann noch so dunkle. Ich würde die hellen eher nehmen. Ja, das sieht so aus, vielleicht hat man da die Brücke da nochmal erneuert oder will das nochmal machen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall mal eine schöne Idee. Was ist das denn? Ist alles, was es da gibt? Das gibt es da gar nicht. Und dann können wir mal gucken. Man kann auch noch, wenn man will, vielleicht irgendwo so eine kleine Mauer noch hinmachen. Das wäre auch ganz schön. Das platze ich mir mal raus. Damit das nicht einfach nur so langweilig drumherum dann dekoriert wird, sondern hier mal so eine Staffelei. Da kann man dann vielleicht so zwei Liegestühle hinstellen oder irgendwie sowas, ne? Und da gibt es schon ein schönes Gras auch hier dabei. Ich platziere mir das mal raus. Man kann das ja auch immer noch entfernen oder dann auch klonen mit der Toolmod. Was ja auch ganz schön ist. Hier ist noch so ein Schild. Auch cool, ne? Weil das hier ist viel schöner. Ist auch schön. Hier, don't go outside here. Hier geht's zur Hütte, hier geht's weg von der Hütte hier. Dann machen wir das mal so. Das nimmt man hier so entlang laschen. Ah, da ist das Schild hier. So, was haben wir denn noch? Der ist auch toll. Oh, da gibt's ein schönes Sahn überall. Ich kann mir noch nicht entscheiden. Hier ist ein tolles Holzding. Oh, Leute, hier. Ich komme wieder nicht zum Boot hier, aber das ist auch gut. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kamin. Habt ihr euch auch gewünscht? Ich hab's notiert. Ich bin eure Kommentare wieder durch, aber ihr wart wieder voll des Lobes, muss man auch dazu sagen. Das Ding, das war das Einzige, was nicht so gut ankam, beziehungsweise so mittelmäßig. Da gab's so ein paar negative Stimmen. Oh, das ist natürlich auch toll, ne? Mal ein bisschen was anderes hier. Das finde ich auch ganz schön. Also kann man irgendwo frei platzieren. Hier wächst da irgendwas hier. Unkraut. Oh ja, da ist einmal hier wieder. Oh, da ist so lila Blümchen hier auch noch.
Ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön? Guck mal hier, da haben wir nämlich das jetzt. Guck, das meinte ich damit. Die aus dem Baumodus, die sind so... Ja, so dunkel. Und das ist so ein bisschen... Jetzt mal kleiner hier. Das ist so ein bisschen noch grün. Das heißt noch ein bisschen. Das ist voll grün. Und da kann man das so ein bisschen mischen. Das finde ich ganz gut. Ja, hier oben ist noch ein bisschen was Freshes hier dabei. Ein bisschen fresh hier. Nicht alles ist ganz so modrig hier. Also hier unten auch was Frisches, sonst wäre es oben auch nicht mehr frisch, wenn es unten nicht mehr frisch ist. Oh ja, das ist natürlich auch was Schönes. So ein paar Bojen-Dinger. Kann man die da irgendwo hinhängen oder ist das zu schwierig? Hier vielleicht an die Brücke da, ne? Ach nee, das hüpft wieder hoch. Ja, da kann ich ja wieder leiden, Mensch. Das müssen wir runterleveln dann. Jetzt gucken wir mal, ob wir es hier reinsetzen und dann hochleveln einfach. Ne? Das ist doch schön. Ja, zack und zack und fertig hier. Sehr gut. Oh, schön. Das sind so kleine Details. Ich lieb's. Wasserflugzeug. Oh, da musst du zielen hier. Würde fast noch gehen, aber da musst du zielen. Okay. Ja, man kann 100 Sahne rausplatzieren. Das ist einfach so. Ist auch so ein schönes Objekt, ne? So eine Bank hier. Einfach mit dem Ding hier. Bushaltestelle ist das. Ne, das ist ein bisschen komisch. Hier ist solche Rübeneimer da. Ist auch so toll. Brauche ein bisschen Deko noch hier. Geht überall hier noch was rein. Schöne Deko. Das Hasi. Das kann man auch noch oben drauf. Aber das müssen wir, glaube ich, mit der Dings hier machen. Ne? Mit der Farbe von dem Dach. Man kann das auch, glaube ich, aus dem Kaufmodus oder aus dem Baumodus sich holen. Aber ich finde das ganz schön, wenn man das auch hier so ein bisschen verstecken kann. Verstecken. Dass es nicht oben auch mit dem Holz rausguckt. Ach ja. Ja, auf Boote habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Ne? Ein Fahrrad brauchen wir auch noch. Oh, da ist ein Vogelhäuschen. Ist auch schön. Auch was Tolles hier, ne? Ja, hier ist auch ran. Das ist auch was Tolles. Oh, das haben wir schon, ne? Das haben wir schon. Ja, Boote lassen zu wünschen übrig, aber wir haben viel Deko schon gefunden, auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich am Anfang euch erst eure Kommentare machen und dann das Intro. Jetzt sind wir schon wieder 10 Minuten bald da drin. Egal. Ist auch so schönes Grün. Ich platziere hier mal das Grünzeug hin, dann haben wir das nämlich mal so sortiert, mehr oder weniger. Oh ja, das ist auch gut, hier gibt es so viel Gutes rein. Ich brauche noch ein grünes Sumpf-Bimsen-Grün hier. Brauche ich auch noch. Ist alles so grau. Ich will ein bisschen was Grünes auch haben. Ist nicht immer alles so. Das ist auch schön. Das hängt so runter. Das ist auch schön. Das kann man vielleicht hier irgendwo hinkleben noch. Da ist das, denke ich, ganz gut hier gelöst. Ja, ne? Machen wir das so. Hier kaschiert. Nicht gerührt. Was haben wir noch? Ah, das ist auch eine tolle Idee. Gibt es da die neutralen auch oder gibt es da nur die asiatischen? Ich dachte, da gäbe es auch normale, aber das sind wieder die asiatischen. Die gefallen mir jetzt nicht so arg. Wir müssen mal gucken, ob man die dann vielleicht reinnimmt. Die kann man ja dann einzeln machen. Ja, dass man hier wenigstens so ein paar reinsetzt. Dann zeigt ihr vielleicht bei der Brücke oder ist mal egal. Ich platziere einfach mal ein paar. So, jetzt gucken wir mal, ob die hier schwimmen oder. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil das halt nicht so ganz. Ich wollte ja auch, dass die Sims da reinlatschen können, ne? Das ist dann, glaube ich, nicht so gut, wenn hier was rumschwimmt. Können wir ausprobieren. Oder sinkt mir hier noch. So, die leuchten echt im Dunkeln, also ist kein Witz. Was ist das denn? Ach, das ist dieses Onsen-Dings da. Da gibt es schon schöne Sachen auch wieder. Huhuhu. Hier aus Batu gibt es auch noch einen Baumstamm. Stumpf. Guck mal, die sind grün hier, das Kraut. Das ist grün, das Kraut hier. Guck mal, da gibt es auch ein paar grüne Sachen hier. Ja, ich muss so ein bisschen mir das grüne Zeug hier rausholen, weil auf Batu zum Beispiel gibt es keine Jahreszeiten. Und deswegen ist es ganz cool, weil die Pflanzen dann nicht sich anpassen, weil die aus anderen Packs, die passen sich an. Ja, das auch. Was ist da, was
Zeug gibt hier wieder? Ich habe bestimmt schon wieder 5 Boote überscrollt. Hab ich recht oder habe ich recht? Oje. Eimer und so. Was haben wir denn noch? Das gibt's doch nicht. Wo sind jetzt die Boote alle hin? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt suchen wir mal nach den Booten. Da ist das große hier. Auch nicht schlecht, aber das bisschen. Da haben wir es doch. Ich sage, beim Basegame gibt es eins hier. Ja, dann packen wir nämlich hier mal das Boot hin. Das kann man auf jeden Fall über das Wasser auch pflänzeln. Und ja, so ein bisschen an den Steg ran, ne, dass man noch wenigstens pseudomäßig reinkommt. Ist ein bisschen holprig hier, aber gut. Aber gut. Ist doch schön von der Farbe auch. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Sonst hängen wir hier noch die ganze Folge rum. Ich wollte noch mal gern so einen grünen Baum auch noch dabei. So ein Tannendinger, die werden ja oft nicht braun. Sondern die bleiben so. Ich hätte gerne noch mal einen so gehabt, weil der passt auch ganz gut von der... Ne, der ist nicht so breit, dass der auch noch hinter das Haus passt. Ja, das hätte ich noch gern. Ja, so ein bisschen grüner Farbplex braucht man dann doch auch. Oh, der ist aber schöner, muss man sagen. Ne, der andere ist ein bisschen glänzig. Können wir da mal noch so einen anderen rein, so einen kleinen. So ein bisschen wie im Wald. Okay. Okay, ich würde sagen, kommen wir mal echt mal weiter. Jetzt kommt Sulani hier noch. Oh je, meine. Ja, da gibt es immer noch irgendwas zu finden. Wir brauchen jetzt noch was. Und zwar sind die Fenster links am Haus. Die sind höher, habt ihr wohl recht hier. Oh, scheiße. Dankeschön. Ja, die sind viel höher hier. Oh je, je. Danke euch dafür. Dankeschön. Dann haben wir noch. Genau. Wir haben ja letztes Mal gesagt, hier die Aufteilung. Schlafzimmer, Bad. Ne? Kinderzimmer machen wir dann. Machen wir hier Elternschlafzimmer, hier Kinderzimmer. Habt ihr recht. Und hier unten dann vielleicht das Arbeitszimmer oder nochmal ein Zimmer. Schlafzimmer. Aber einen Kamin brauchen wir auf jeden Fall. Da könnt ihr nochmal schreiben. Ne? Wir haben 3 Zimmer quasi zur Auswahl. Können wir Schlafzimmer und ein Gästezimmer oder ein Kinderzimmer auch noch, ne, je nachdem. Also ich würde hier ganz gern so in die Richtung gehen, tatsächlich. Vielleicht auch in die hier, der ist ein bisschen weniger so rustikal, aber der ist natürlich schon richtig schön mit den Holzbalken da auch. Das passt auch ganz gut. Der ist natürlich auch sehr ländlich wieder, das ist auch riesig, aber ich glaube für so ein Haus, ja, da darf gerne der Kamin so ein bisschen fetter sein. Bei den Sachen haben wir auch immer das Problem, dass das sehr groß ist, ne? Also wir dann da halt auch kein Fernseher mehr hinmachen können. Aber ich glaube, das wäre ganz schön, wenn man hier vielleicht einen hellen dann nimmt. Das ist nicht ganz so schwer. Und in die Richtung fände ich auch, glaube ich, die Einrichtung ganz gut. Ich habe es euch versprochen, mein Boho Apartment. Ja, dass ich was mache, was ein bisschen mehr diesem hellen braunen Ton entspricht. Ne, diesen Beige-Thema, was nicht so bunt ist wie das Bauer-Apartment, aber vom Stil her auch in die Richtung geht, weil viele haben sich das so gewünscht, ne, und war so ein bisschen die Problematik. Und ich würde auch sagen, der wäre hier ganz gut aufgehoben, wobei das natürlich auch eine Außenwand ist, der wäre natürlich hier auch besser, wenn man das hier macht, aber hier wollte ich eigentlich die Küche reinhauen, aber ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich, sage ich jetzt mal, dass man in der Küche auch das hat, wobei ja auch die Fenster wieder zu tief sind für die Theken, ne? That's the thing. Hier, wir müssen die doch noch ein bisschen stauchen. Da geht noch was vielleicht. Da müssen wir noch mal gucken. Das ist noch nicht so ganz mein Ding hier. Wie ich das hier aufteile, das ist noch nicht so ganz mein Favorite. Ja, das waren auch soweit eure Kommentare. Dann dürft ihr jetzt schon mal den Daumen nach oben klicken, dann geht's auch schon los. Dankeschön euch. So spät hatten wir, glaube ich, noch nicht das Intro, ne? Jetzt gucken wir erstmal, egal wo wir die Küche hinmachen, wir brauchen auf jeden Fall Theken, ne? Und die Theken, die müssen natürlich so hoch sein, dass die Fenster da nicht drüber gucken, ne? Deswegen packen wir die Fenster notgedrungen nach oben. Und dann überall, dann wären die hinteren eigentlich richtig gewesen und alle anderen wären falsch gewesen. Aber gut, so ist das dann halt. Und die machen wir alle auf eine Höhe, sonst ist natürlich wieder doof. Wie das hier aussieht, ne?
Also gehen das, das jetzt wieder nicht auf dieselbe Höhe mit dem Slot wieder hier legen. Das ist natürlich komisch. Das macht ihr im ersten Moment, denkt man so, das guckt hier oben raus, macht aber nichts, weil es ist halt dann unter dem Dach hier so ein bisschen. Das ist eigentlich okay. Und hier macht es nicht sogar besser, sieht es besser aus. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen schade, ne? Ich glaube, dann kann man es da oben einfach weglassen, weil hier unter dem Dach bringt es halt gar nichts. Let's do this. Hier können wir es lassen. Und hier würde ich es dann auch wieder wegmachen. Dann machen wir das hier auch weg. Ja, und dann haben wir das nämlich da. Das können wir dann auch wieder runtersetzen. Na, hier ist dann eh so ein Ausreißerobjekt. Und da können wir dann auch mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar ein rundes nehmen. Da gibt es ja diese schönen runden Fenster oder auch die hier. Aber auch, und da möchte ich mal gucken, die ist ein bisschen größer hier aus, hier die hier. Das ist ein bisschen Ausreißerfenster dann. Aber das könnte man durchaus auch hier reinsetzen. Das Problem ist jetzt auch hier wieder, dass es natürlich hier nicht mittig geht eigentlich, weil hier von außen ist es dann nicht mittig. Aber ich würde es mal sagen, wir machen es trotzdem, weil von außen sieht man es fast nicht und von der Mitte innen ist es mir jetzt lieber als von außen. Kompromiss, immer Kompromiss. Also, dann würde ich mal sagen, oh, hier ist noch grün. Würde ich mal sagen, hier ist noch grün, dass wir die... Können wir da, beim Eingang die Küche finde ich schlimmer als beim Eingang das Wohnzimmer, Kaminzimmer. Da würde ich doch sagen, wir machen hier die Küche rein. Man kann den Kamin da lassen oder machen wir denn, nee, wir machen den hier rein, den Kamin, würde ich sagen, ja. Hier die Couch, Esszimmer dann schön in die Mitte und hier dann die Küche schön ums Eck. Braucht eine große Küche, weil man ja viel frische Sachen hier kocht und alles, ne, vom Land. Hier machen wir die Garderobe rein und die Zimmer gucken wir später, würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal die, ja, den Stil. Ich komme nicht umhin, meinen Lieblingsboden zu wählen. Es ist einfach, ach, der Boden ist einfach so geil. Ich muss nochmal gucken, aber ich finde den einfach so gut. Ich will den aber quer machen. Punkt und Komma, da kann man ja drücken und dann Shift, dann hat es den ganzen Raum. Ich würde den gern nehmen. Wir haben auch den bekommen übrigens. Es war ein Update, ist ein Update-Boden. Der wäre so ein bisschen ländlicher auch. Ist auch noch in meinen Favorites hier mit dabei. Also den finde ich auch ganz geil. Also ich würde auch eher dann mal gucken, dass wir ja so einen vielleicht dann nehmen. Das ist immer dasselbe, ne? Ah, ist das schwierig wieder. Der ist ein bisschen zu langweilig. Oder der Dschungel, der ist natürlich auch ganz geil. Aber den gibt es nicht in den Farben. Der ist richtig schön, ist auch einer meiner Favorites. Der kam im Update rein mit Highschool-Jahre übrigens, ne? Haben sie nie irgendwo geschrieben, ich hab's gefunden, hab gesagt, Leute, der ist doch neu hier. Und die so, nein, der ist nicht neu. Ich sag, ich doch, der ist neu. Und ich hab geguckt dann bei mir, weil ich hatte noch die normale Version. Da war er nicht drin und bei Highschool-Jahre, bei der Beta, die ich hier hatte, da war's dann drin. Ich habe es euch ja auch im Update-Video gesagt. Aber der ist natürlich auch schick, ne? Der ist natürlich auch schick. Der ist echt sehr knarksig, ne? Aber ich denke, hier passt. Das kann man gut machen. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich würde es auch so ein bisschen moderner einrichten, also nicht komplett rustikal. Aber wenn denn der Boden schön rustikal ist, dann passt das, glaube ich, ganz gut. An der Wand, da bin ich, glaube ich, wieder. Die nehme ich in letzter Zeit auch sehr gerne. Meine Hochzeitsgeschichten, da gibt es so schöne Töne und die sind auch so ein bisschen schmutzig, sag ich mal, dazu. Ne? Das sind so ein paar Flecken, seht ihr das? Das ist so ein bisschen so hier so der Übergang. Bei der anderen sieht man es, glaube ich, noch mehr, aber das ist so ein richtig schönes Beige. Und das ist so ein warmer Ton dann doch, ne? Ist jetzt da wieder der Unterschied, das weiß man nicht, aber das ist wieder ein bisschen bräunlicher. Nee, ich würde da ganz gern, aber das ist zu knallig. Das ist zu knallig. Ah, das ist echt brutal schön auch. Auch mit der Leiste unten. Shit, jetzt habe ich ein Problem, Mensch. Gelb wäre natürlich auch toll, aber das ist mir zu bunt. Ich würde echt gerne in Schlichte eigentlich eher gehen und dann vielleicht so einen wärmeren Ton. Der ist kalt und der ist rosa, ne? Ja, okay. Und der ist grün. Grün-gelb. Ich bin am Überlegen, weil ich würde gern eher mit der Einrichtung so ein bisschen was. Also
Also der ist zu kalt, aber der ist so leicht beigeige, der wäre, glaube ich, ganz gut. Oder den dunklen beigeigen. Ich glaube, ich bleibe beim dunklen beigeigen. Oh, der ist auch so schön. Ah, der ist mir ein bisschen zu pfirsich-orange. Aber ja, wisst ihr, vom Stil her ist das halt so ein bisschen... Ist total schöne Wand, ne? Nicht falsch verstehen, aber ich glaube... Ich möchte mehr ins Bräunliche reingehen. Der wäre... Oh, der ist so dunkel wieder. Ich möchte gerne ins Bräunliche rein. Wir lassen den jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was ihr noch schreibt. So, jetzt gucken wir mal nach der Küche. Also hier gibt es ganz schöne schon mal. Da finde ich das Weiße mit dem hellen Holz als auf jeden Fall einer der Favoriten dieses Landhaus Leben, die Küche. Wir haben auch hier dann gleich, muss man nämlich immer gucken. Weil da gibt es dann immer das jetzt Gelb, ne? Weil da muss man immer gucken. Man gibt es auch mit Weiß, aber die ist dann ganz weiß. Ah, das ist schon die entsprechende. Und das ist dann immer mein Problemchen. Wenn ich dann sagen muss, nee, also Gelb hätte ich jetzt nicht so gern. Aber vielleicht können wir dann nochmal gucken, ob wir das nicht dann anders machen. Aber vielleicht mit solchen dann nur arbeiten oder so. Und in der Mitte, dann nehmen wir dann einfach sowas nur, ne? Statt den richtigen Theken. Ja, da kann man mal überlegen hier. Ist auch so toll. Das ist jetzt der und das ist der Runde. Das ist der, den wir da haben. Das ist das. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, da können wir mal gucken, ob wir das so machen. Also, ich würde auf jeden Fall mal hier die in die Mitte setzen. Hinten teilen wir die, glaube ich, mal komplett auf. Ich würde schon gerne eine große Küche machen, wisst ihr? Weil das ist für mich so ein Arbeitsort in solchen Landhausdingern. Also da würde ich das gerne nehmen. Und wir richten das aber dann modern ein. Also mit so modernen Vasen und so. Das ist so meine Richtung. Wir brauchen natürlich auch noch schnuckelige Vorhänge. Da gehen wir mal direkt in die Deko rein. Heute ist so die Folge ausprobieren. Welcher Stil, welche Richtung, in welche Richtung wollen wir gehen? Und ich möchte es gern sehr kuschelig auch machen. Dann würde ich jetzt dann hier wieder die Weißen nehmen, tatsächlich. Wobei mich das Gold hier ein bisschen bläht. Aber gut, die kann man auch hier drin verstecken. Und die sind auch drei Kästchen breit. Das Tolle bei diesen Vorhängen oder bei diesen... Da hat man jetzt das Problem, dass die eigentlich zu breit sind oder zu kurz sind, ne? Weil die sind zwei Kästchen breit und die Fenster sind drei Kästchen. Aber man kann die einfach so ein bisschen mehr über den Rand hängen. Und dann, hat man das hier so drin. Die kann man auch hier so ein bisschen ineinander stückeln. Dann hat man die eigentlich ganz gut gemacht. Und man kann die auch immer noch verkleinern. Dann passen die auch ganz gut hin. Dann sind die auch nicht so bis zum Boden lang. Das ist vielleicht auch ganz gut. Und hat man schon einen neuen Vorhang quasi kreiert hier, ne? Hier muss man natürlich gucken, dass sie da... Ja, die hängen jetzt rechts und links auch ein bisschen über. Also finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich würde es gerne mehr so ein bisschen locker, modern einrichten und nicht zu verquirlt oder zu... Die sind auch wundertolle Vorhänge hier. Oh je. Da gibt es auch welche mit Herbstmuster. Das ist so schön auch. Ja, aber ich finde, das ist einfach trotzdem Kinderzimmer. Wer macht denn sich so Herbstdinger an die Wand? Und leider ist das Weiße, hat eine goldene Stange. Das ärgert mich immer wie die Sau. Das andere hat zwar auch eine goldene Stange, aber die ist nicht so arg golden. Wir haben natürlich dann auch noch die schlichten. Die kann man auch nehmen. Bei denen... Vorhänge ist wieder Kriegsfuß. Die neuen hier, bei denen ist es so, dass die so komisch, wenn man die Kamera bewegt, dass die sich dann so komisch, ne, guck mal auf den Vorhang, und dann ist das durchsichtig und nicht mehr durchsichtig. Das ist so ein bisschen irgendwie mir ein Dorn im Auge. Ich mag das gar nicht. Die sind auch wundertoll, da gibt es auch schöne Muster dabei, die sind echt auch schön, so auch so sanfte Farben, gibt es auch ein Herbstding. Toll, ne? Aber ich würde es gerne nicht so arg ländlich, ich würde es eher modern einrichten. Ein bisschen fresh. Also ich glaube, ich bleibe mal bei denen, aber ihr könnt es mir gerne kommentieren. Also couchmäßig ist dann ja klar. Also da müssen wir ja eigentlich dann auf die beige
Na, das ist so die Richtung, in die ich gehen möchte. Das ist genau der Ausdruck, den ich suche. Und dann so schöne Kissen überall mit diesen Kissendingern. So dunkelbraun und beige und weiß, flauschig. Als Kontrast. Wo ist denn der flauschige Teppich hin? Und da finde ich jetzt mittlerweile, muss ich sagen, aus dem Industrieloftset den flauschigen besser. So einer ist natürlich auch schick, ne? Ist auch wieder so ein bisschen rustikal, aber nicht zu viel. Ist auch schön hell. Kann man gern den auch nehmen, aber auch den braunen da, das geht auch grau. Der da meine ich, ne? Der ist so ein bisschen beigeiger. 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 Der ist der Flauschi hier. Das ist voll der schöne Flauschi-Teppich. Der ist richtig gut auch. Den kann man auch schön irgendwie mal. Ich mache mir mal ein Schlafzimmer rein. So ein flauschiger Flauschi-Teppich. Überall. Alles ausgeflauscht. Hat sich's ausgeflauscht hier. Ja, dann sollen wir eigentlich einen Fernseher machen. Jetzt habt ihr auch immer manchmal, ne, das Problem. Ihr habt so einen Kamin und denkt so: Goll. Kamin. Jetzt können wir nochmal gucken wegen der Farbe auch, ob wir doch den hellen vielleicht nehmen. Oder den dunklen. Aber ich glaube, ich fand die Mischung jetzt gar nicht. Oh, der ist auch gut. Aber ich bin eher beim hellen so. Ist mir ein bisschen zu gelb da oben. Schade, dass es wieder keine Mischung gibt. Das Weiß fand ich halt auch gut, weil wir sonst halt auch, das passt gut zu den Fenstern und so. Das Beige. Ein bisschen so ein... Man kann den Fernseher ja hinhängen. Ja, und dann guckt er hier noch raus. Voll gut. Ja, bei den anderen geht es glaube ich nicht, weil die sind zu nah an der Wand. Man kann die natürlich auch mit der Toolmod und so weiter, ne, kennt er ja. Aber so per Default ist es ganz gut zu wissen, dass der... Gut, der stellt sich nicht mal hoch. Dann kann man das sehr gut machen. Ne? Wir leben ja hier nicht in der Vergangenheit. Man könnte den sogar auch weiß machen, wenn man will. Finde ich gar nicht so schlecht. Machen wir direkt, oder? Also auch mit so, wir gehen mal im Paranormal, auch mit so ein bisschen dieses, genau, so ein bisschen so ein Schnörkellämpchen dabei. Ne, so was Schnuckeliges hier. Ich will das auch wieder so eher weiß machen. Man kann auch hier diese Lampen, da finde ich ganz schön, aber die ist ein bisschen zu übertrieben. Wir gucken mal, ob wir uns alle anzeigen lassen, weil da gibt es auch diese tollen... Ah, die Couch ist natürlich auch sehr schön. Da gibt es auch so eine weiß mit beige. Ist natürlich auch sehr schick. Finde ich auch sehr gut. Aber die ist mir ein bisschen zu kalt. Ne? Dass die so gemütlicher, ein bisschen holziger. Aber, ja, sowas in die Richtung. Damit mit Deko dann auch. Dass man ein bisschen mit bast. Und dann hat man, wo ist denn das? Wo ist denn das mit der... Ja, hier, das hier auch so ein bisschen Klimbim, ne? Da gibt es auch so ein schönes mit dem Beige vielleicht, auch weiß. Oder aber den, gibt es da nicht den braunen noch? Alle war mit grün. Ja, okay. Ne, dann nehmen wir den beigefarbenen irgendwie so. Dann habe ich mir noch gedacht, jetzt gucken wir mal kurz mit Landhausleben da. Das vieles ist eigentlich zu rustikal, aber sowas mit so Korbpflanze, ne? Da muss ein bisschen Korbpflänzel rein. Ich will die auch hier einfach ins Eck stellen. Dann machen wir den Kamin im Zweifel ein bisschen rüber. So, ein bisschen. So. Was haben wir da noch? So schöne Sachen, ne? Auch so ein Eimer irgendwie. Bisschen schnuggelische hier so Kännchen. Aber da gibt es, glaube ich, auch eine schöne, oder? Mit so schlichten Farben. So ganz so schön sind die auch nicht. Mal die weiße hier. Sieht aus wie so ein Nachttopf jetzt. Vom Fernsehen hier noch, oder was? Hätte ich gerne ein bisschen weiter drüben, liebes Spiel, du Nudelspiel. Du Nudelspiel. Jetzt mache ich mal alles voll hier. Wisst ihr, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier. Gucken wir mal, dass wir das hier manuell hinkriegen. Oh je. Stellen das einfach hier vor den Fernseher. Da müsste ja passen. Können wir das wieder entfernen? Ja, man muss nur wissen, wie.
Sowas ist natürlich total schön auch. Das kann man auch gerne draußen platzieren. Das ist einfach ein tolles Lämpchen-Thema. Ne? Und so hätte ich das dann gern gemacht. Dann auch mit wieder modernen Küchengeräten. Aber dieser alten Küche, also wie wenn es so teilrenoviert ist. Aber dann schon rustikal, aber nicht zu rustikal, wisst ihr? Das ist so das Ding, so schnuggelig rustikal, aber modern rustikal. Ich weiß nicht, wie sagen. Ja, das ist so meine Idee dabei. Man kann es auch durchaus mixen dann, dass man hier dann vielleicht nochmal einen modernen Sessel oder so reinsetzt oder einen modernen Esstisch, Esszimmer, Stühle oder so. Schöne schlichte. Das finde ich nämlich dann gar nicht so schlecht. Das ist so hier meine Challenge. Ich weiß es noch nicht. Das ausprobieren. Bitte kommentiert's. Bitte kommentiert es. Oder einfach so ein. Da gibt es auch diesen tollen Bartisch. Da aus diesem Industrieloftzelt. Ich weiß nicht, ob der zu kalt ist, aber der hat so eine schöne Holztextur. Das finde ich so schön. Wow, ne? Echt gut. Muss man hier nur aufpassen. Wenn man jetzt hier so einen anderen Tisch hat, dann muss man gucken, dass man da vielleicht nicht den gleichen dann wieder nimmt. Und der dann zu minimal anders ist, sonst sieht es blöd aus. Müsste man dann den hier nehmen. Oh, der ist schon gut. Der dunkle ist natürlich auch, der ist richtig schön. Das ist mein Lieblings. Und da gibt es dann diese, da muss man die Barstühle dann nehmen. Da muss man die. Ich glaube, die sind bei. Nee, die sind bei. Ja. Weil der ist höher, ne? Da gibt es auch die entsprechenden hier Stühle. Kann man sich auch die aussuchen. Hier müssen wir mal gucken, was hier noch so gibt. Gelb und braun. Ja, also mit weißem Polster gibt es da auch nicht, ne? Schade. Schade. Aber der wäre natürlich passend. Aber ich glaube, ich würde dann eher sogar andere nochmal nehmen. Solche da, dass wir da ein bisschen mehr ins Moderne reinkommen. Die liebe ich ja eh. Die sind eh so toll. Ja, und das ist natürlich auch schick. Man kann das natürlich auch hier noch in die Küche reinmachen. Aber ich fände das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn man da nochmal wirklich in die Mitte einfach reinhaut. Ist doch schick, oder nicht hier? Schickimicki. Ja, die Küche könnte man eigentlich, oder man macht die hier, man macht den hier hin. Man lässt die Küche hier aufwärmen, weil wir haben ja hier ums Eck dann die Küche. So oder so. Ne, ja, das wäre, glaube ich, besser. Dann hat man hier noch die Mini-Theke hier. Das ist, glaube ich, okay. Mal hier so ein bisschen rausstretchen. Aber das wird nicht funktionieren. Lass mal gucken. Vielleicht findet man hier nochmal so ein Endstück. Die haben eh so schöne, na, hier ist sowas da. Das kann man da nochmal hier so ein bisschen. Flackert denn das hier schon wieder dahin? Das Holz ist falsch rumgedreht, ne? Nee, da ist schon für die andere Richtung gedacht. Müsste man es so hinstellen, aber so geht's nicht. Also da müsste man nur das Geschlossene nehmen. Aber auf der Seite könnte man das hier nehmen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Theken richtig machen, sonst wird das nichts. Da muss ja auch irgendwo noch der Kühlschrank hin, ich weiß. Aber so von der Idee ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Kann man machen. Hier ist ein bisschen zu eng eigentlich noch. Der leuchtet jetzt halt auch extremst wegen dem Licht, das da reinstrahlt. Kriegen wir das hin mit diesem Mix? Ich bin mal echt gespannt hier, Leute. Bin mal echt gespannt. Oder nehmen wir da eher einen helleren dann auch wieder? Einen sanften hellen. Ist auch schön. Was ist denn da wieder der Unterschied? Der ist glatt und der hat diese. Ah, der hat diese verleimten Dinger da, ne? Auch verleimt mit dem grünlichen halt hier wieder. That's the thing here. Das ist auch so schön. Oh, die sind alle so gut. Und dann würde ich eher mal den ganz dunklen dann nehmen. Mal gucken, hier sind die Füße. Auch dann nehmen wir hier auch die dunkelbraunen. Ja, machen wir das mal so. Wir probieren es einfach mal aus. Von der Richtung. Kann man sich gönnen hier, oder nicht? Den Luxus. Ist ein bisschen eng hier, ehrlich mal. Ich finde es ein bisschen zu eng. Das mit dem Esstisch wäre halt schon hier schön gewesen. Wie könnte man das denn noch machen? Oder wir setzen den wirklich mitten rein. Machen halt keine Inseln. Das würde ja auch gehen. Dass wir das einfach hier so weitermachen. Unsere Küche.
Und dann den Esstisch einfach hier so rein. Man muss ja nicht immer eine Inseltheke hier haben, oder? Alles hier Insel-Leben Sims. Das wird ja auch gut gehen. Kann man den sogar, glaube ich. Reicht das noch? Ist ein bisschen blöd, weil es muss eigentlich dann schon zentriert hinterm Ding. Ja, das müssen wir mal gucken hier, wie wir das machen. Ich würde sie erst so rum machen, oder? Oder so rum? So rum ist ein bisschen luftiger hier zum Raum hin. Ich stelle mir das immer vor, weil eigentlich schiebt man ja die Stühle auch rein, ne? Muss man auch dazu sagen. Eigentlich schiebt man ja die Stühle so hin, wenn man nicht da dran sitzt. Sims ist das nicht so, aber gut. Okay. Also die Richtung habe ich mal. Schöne Lampe natürlich drüber. Hier noch schöne Pflänzchen, wintergartenmäßig, ne? Wird das hier schön am Boden. Noch so tolles Tischchen dazu. Hier eine knuckelige Garderobe. Was sagt ihr denn dazu? Ist das die richtige Richtung oder nicht? Hier brauchen wir natürlich noch eine Tür. Die Treppe, die müssen wir mal ein bisschen ändern, finde ich. Können wir nämlich auch die, entweder die weiße oder die beige-weiße da, wobei die ein bisschen zu beigeig ist. Aber wir könnten auch... Das ist die, die ist zweifarbig, ne? Die ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht hier. Nee, wenn dann die beige-weiße, das ist so toll. Ja, ist richtig gut. Natürlich müssen wir dann auch noch das Fundament und alles machen. Aber was sagt ihr denn vom Stil her? Ist das die Richtung, die ihr gut findet? Oder sagt ihr, nee? Nee, Daniel, das ist nicht, was ich will hier. This is not what I wanted here. So stelle ich mir das vor. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein bisschen Bücherkrams und so. Ich habe wieder keine Wand frei. Ich baue immer so, dann habe ich keine Wand. Müssen wir hier hinten vielleicht mal wieder so eine Bücherecke da hinten rein oder so. Ich weiß noch nicht. Dann machen wir es auch nicht überall beige. Das ist wieder so eine Sache. Alright. Das sieht das schon mal gemütlich aus. Wenn man sich nur das Eck so anguckt, dann denkt man schon mal, ja, okay. Geht, läuft. Zack. Und das Licht so toll hier rein, ne? Goody, goody. Liebe Leute, nächstes Mal geht's weiter. Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann hören wir uns das nächste Mal hier wieder zum Lake Cottage oder natürlich jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Danke euch. Tschüss.